Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Foundation von dreien. Wieder dazu gesagt, wir machen auch Foundation mal als drei Folgen langes Experiment. Und danach werden wir schauen, ob und wann und wieso und so weiter wir das weiterspielen. Ich habe gerade das Spiel gestartet. Wir haben, wie man vielleicht unschwer erkennen kann, hier an der Küste begonnen. Und ich muss dazu sagen, das Spiel ist mir zwar nicht neu, aber sehr lange her gespielt. Quasi beim Release mal 7 Stunden oder sowas. Also einen Spielstand tatsächlich, 7 Stunden einen Spielstand gespielt. Und auch sehr viel Spaß daran gehabt und dann aus irgendeinem Grund wieder fallen gelassen. Deswegen aber die kleine Testphase. Und wir schauen einfach mal. Und ich werde euch überlegen. Es ist eigentlich relativ egal, welches Land wir nehmen. Es ist hier Stein, Holz und auch Beerenbüsche. Das hier sieht aus wie Eisen oder sowas. Ich erinnere mich aber zugegebenermaßen überhaupt nicht mehr, ob man sowas brauchte. Eisen. Und was man dann damit tat und so. Ich nehme dieses Stückchen Land. Und ja, jetzt können wir ein Village Center bauen. Machen wir es mal da. Ah ja, okay. Jetzt haben wir unsere Bevölkerung da stehen und ich sollte auf. Ah nein, es steht auf Play, es steht nicht auf Play, es steht auf Play. So, jetzt laufen die Leute durch. Wir haben Quests completed. New Quest, Place the Lumber Camp. Wo sind meine Quests? Ja, wo sind meine Quests? Army, State, Build, Development, Territory, Budget, Trade, Menu. Also, Moment. Ne, das ist die Villager List. Okay, Place a Lumber Camp, das können wir machen. Machen wir das einfach. Hier könnte man natürlich, hier unten, aber ja, das meiste Holz ist wohl hier. Das mal. Ups. Drehen, Rotation, Red Click Cancel, Control. Achso, okay. Da kommt's hin. Dann müsste das ja jetzt gebaut werden, oder? Nein, wir müssen noch assign a new builder. Okay, ja, stimmt. Das hatte ich mir doch fast gedacht. Dann suchst du jetzt ein Builder Nummer 1. Du wirst ein Builder Nummer 1. Du wirst ein Builder Nummer 1. Und das müsste reichen. Na? Okay, Madame läuft hin. Ist das die Florence? Nee, das ist Amalia. Okay. Ah, trägt sogar noch was. Achso, sie musste da noch einen abreißen. Schade. Nicht ganz perfekt positioniert. Warum macht sie denn alleine? Vielleicht muss nur ein Bauarbeiter dafür assigned sein. Das kann natürlich sein. Sie sind schlecht drauf. Okay. Kann ich schon mal was anderes Sinnvolles tun? Ich habe noch keine Quest. Stocking Food. Well. Okay. Ich muss einen Woodcutter assignen. Das können wir hin. Du bist jetzt die Karte. Und du auch. Nee, das hat sich schon wieder die Amalia angeklickt. Das wollte ich gar nicht. Ah, drei Leute kann ich da assignen. Dann machen wir das doch auch erstmal. Okay. Gathering hat.
Ah ja, eine Sammel. Das ist eine Sammelstufe quasi. Die stellen wir dann mal relativ nah hier an die Bärchen dran. Zack. Bilder haben wir ja. Müsste ja jetzt dann direkt anfangen, ne? Amalia. Ne, das ist Florence. Bist du Amalia? Ne, das ist Aaron. Barbara. Amalia, hallo? Aaron? Aaron? Ah, da ist er. Okay, ich dachte schon. Ich dachte schon, das ist hier nichts. Aber wird trotzdem was. So, die hacken fröhlich Holz. Eigentlich nicht. Steht da nur rum. Wir brauchen ein Lagerhaus. Paint, Paint Development. Allow Woodcutting. Achso, wir haben denen noch nicht erlaubt, das hier zu cutten. Deswegen arbeiten die auch nicht. So, über die Grenze können wir eh nicht. Das heißt, wir können da einfach. Achso, brauchen wir das auch für. And Barry Gathering. Okay, dann machen wir das so. In dem Bereich könnt ihr sammeln, wie ihr wollt. So. Wir müssen aber Berry Collector oder sowas. Produce Berry. Forager müssen wir assignen. Machen wir da auch mal. Machen wir einfach zwei, oder? Ja, reicht vielleicht. Ich weiß nicht, sollen wir direkt so einen Brunnen noch bauen? Den kann man bestimmt gebrauchen. Bauen wir den mal da. Dann sind alle unsere Gebäude getroffen. Im Moment haben wir eh nur den Auftrag, Beeren zu produzieren und nicht mehr. So, okay, dann ist das schneller fertig. Wir müssen bestimmt noch einen Stonecutter bauen. Hier hinten haben wir so ein paar Steinchen, die sind nicht viele. Und eine Granary. Die müssen wir noch bauen. Das ist einfach ein Lagerhaus, ne? Genau, da kommt alles rein. Dann werde ich das mal hier so halbwegs schön hindrehen. So. Okay. Und ein Transporter müssen wir auch. Achso, okay. Wir müssen erstmal bauen. Ich weiß nicht, sollen wir jetzt die noch zu Bildern machen? Ja, nicht. Vorsichtshalber mal provisorisch. Die Amalia, die kann ja nicht alles machen. Die ist ja auch. Die hat ja auch nur zwei Hände. Und wenn die hier eine ganze Stadt aufbaut, dann wäre das ein bisschen. Naja. Wäre das ein bisschen übel, glaube ich. Aber es ist schön, es erinnert mich tatsächlich so ein bisschen an das alte, also an Siedler 1 damals, als ich noch ein kleines Kind war. Ja, so langsam die Gebäude aufbauen, Wege und Pfade entstehen. Alles natürlich in einer leicht hübscheren Grafik als damals, aber es ist ganz niedlich. Ist der fertig? Nö. Oh, wir brauchen Stein. Hoppala. Ja, deswegen müssen wir wahrscheinlich hier den Stonecutter bauen. Das brauchen wir hier, da brauchen wir auch Stein. Das heißt, auch da wird beendet werden. Da ist Gott sei Dank nur Holz nötig.
Schwein gehabt. Sag ich mal so. Naja. Granary. Hatten wir denn noch Stein? Bestimmt, ne? Der braucht den Schutz. Ne. Dann wird wahrscheinlich eine der nächsten Quests sein, dass wir einen Stonecutter bauen sollen. Ich hoffe, ich habe es mir jetzt nicht verbockt, dadurch, dass ich schon einen habe. Dann gleich, vielleicht. Irgendwann. Das könnte ja natürlich passieren. Aber da gehe ich jetzt einfach mal nicht von aus. Ich finde das echt klasse, dass hier die Wege einfach so entstehen. Bin mir gar nicht mehr sicher, ob man die hinterher noch aufwerten kann irgendwie. Und wir müssen natürlich dann hier hoch. Ne? Also, hier sind erstens Rohstoffe, noch ein paar. Und das wäre natürlich eine übelst geile Stelle für irgendwie so ein Haupthaus oder so. Okay. Stonecutter ist fertig. Das heißt, ich werde jetzt einen der Bilder hier zum Stonecutter machen. Na los, komm. Hab ich doch gerade gemacht. Okay, das wird schon gehen, ne? Oder nicht? Barbara! Ich diskutiere jetzt eigentlich mit dir, Barbara. Ihr werdet jetzt Stonecutter. Aber los! Auch mal nicht. Ah. Okay, ich muss nur einmal irgendwie ein bisschen meckern, dann passt es schon. Bitte, was? Ach. Ah, ich muss wieder eine Extraction Zone machen. So. Vorsichtig, die Bäume wieder befreien. Die sollen da noch nicht weg. Das war das Problem. Okay, jetzt müssen wir auf 5 Steinchen warten. Ne, die beiden geben Gas. Also verspätet, aber sie geben Gas. Einen Warning Window. Stability plus high, okay. Einen Job müssen wir noch neu verteilen. Ne? Wir brauchen ja mindestens noch einen Transporter. Wer seid ihr denn? Warum macht ihr nicht? Woodcutter, Level 5. Und du stehst einfach nur rum. Kann man machen, aber ist halt doof. Habe ich 3 Woodcutter? Jo. Ja, das könnten wir ja natürlich auch ändern. Ne? Ich meine, gut, die ist jetzt einmal hochtrainiert sozusagen, aber die kann ja auch... Also wer Holz hacken kann, ne? Wirklich, der kann auch tragen. Sag ich jetzt mal. Okay, wie sieht das aus mit Steinen? Einen haben wir. Wow. Okay, das ist das übel. Naja, es dauert noch ein bisschen. Man kann nicht alles haben. Kann nicht rasend schnell gehen. Amalia ist gerade sehr entspannt, glaube ich. Ne? Die kann ja einfach warten. So, 3 Steine schon. Und du? Oder ihr? Ihr steht ineinander. Oh. Lassen wir uns mal ineinander stehen. Ich mach nicht. Kann man diese Landesgrenzen, kann man die ausschalten? Oh. Menü. Setting. Graphics? Gar nicht umgestellt hier. Nö, ne? Schade. Das ist ja blöd. Ich will diese blöde Landesgrenze nicht. Oh, warte. Ah, super. Das ist klasse. Plüpp. Ein schöner Screenshot, glaube ich. So, jetzt stehen hier immer mehr Leute, die nichts tun. Moment. Ach so. Stimmt. Amalia hatte ja 2 Aufträge.
Jetzt haben wir einmal den Brunnen und jetzt kommt erst die Granary dran. Okay, ja, doof. Ja, das macht aber nichts, oder ist ja nicht weiter dramatisch. Ich würde sagen, ich probiere mal ganz schnell. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir hoffentlich dann die Granary fertig bauen und unser Dörfchen so ein bisschen verbessern. Ich finde es aber tatsächlich schön, das muss ich noch erwähnen, wie hier direkt nur durch das Bauen schon so ein kleiner Trampelpfad entstanden ist. Finde ich super, hat echt sehr schönen Charme. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.